Ja, herzlich willkommen nochmal von meiner Seite. Ich bin Theo, die meisten von euch kennen mich wahrscheinlich und ich freue mich, hier heute zwei von drei Talks moderieren zu dürfen. Unser erster Speaker heute ist Pascal Glor, wie ich mir sagen habe, ein Urgestein vor allem der Schweizer Internetszene und früher Network Engineer bei der Quickline, inzwischen CTO bei der Init7, die wir, glaube ich, alle kennen, unter Init7 oder Fiber7. Und ich glaube, Fiber7 ist genau ein gutes Stichwort für heute, denn der Pascal wird uns erzählen, wie die Init7 aus Versehen das schnellste und, soweit ich weiß, auch das beste Residential Internet gebaut hat in der Schweiz. Insofern, Pascal, herzlich willkommen, vielen Dank. Ja, und, danke, Theo. The stage is yours. Ja, danke vielmal. Also ja, ich bin Pascal Glor und wie Moritz gesagt hat, keine Diskriminierung, obwohl ich Schweizer bin. Ich würde noch sagen, mein Deutsch ist nicht perfekt, ich bin Französisch sprechend eigentlich ursprünglich, also bitte verzeiht mögliche Fehler. Genau, das ist für mich auch das erste Mal, wo ich so eine alleine Präsentation mache. Normalerweise habe ich ein Publikum, das ich sehen kann, und das ist jetzt wirklich mein erster Corona-Talk, so gesagt. Anscheinend kennt ihr alle Init7, aber ich mache es jetzt noch kurz. Wer ist Init7? Init7 ist grundsätzlich der Nerd-ISP in der Schweiz, der Provider, der weiß, um was es geht, der Provider, wo ganze Zeit tweetet, der Provider, wo auch ehrliche Pannen erklärt und nicht sich hinter Marketing und PR versteckt. Die Init7 hat etwa 50 Mitarbeiter und unser Hauptprodukt ist Fiber7. Und wir haben dieses Grundprinzip, wo wir Max-Fix nennen, das heißt eigentlich Maximum Geschwindigkeit für fixen Preis. Das ist 777 Franken pro Jahr, so etwa grob 60 Euro im Monat. Und da bekommt ihr eigentlich was auch immer möglich ist an Geschwindigkeit. Fiber7, dieses Produkt hat im Mai 2014 angefangen. Die Idee ist, dass wir die Fiber von Swisscom mieten, also diese Allo Access Line Optical. Also dafür geht man eigentlich in die Zentralen von Swisscom und dann kann man diese Fiber mieten und selber terminieren. Das heißt, wir beherrschen dann komplett das Layer 1. Was wir dann drin anbieten ist oder angeboten haben, ist ein Gigabit symmetrisch, Punkt zu Punkt und freie Routerwahl. Ich weiß, das ist normal in Deutschland, das ist überhaupt nicht normal in der Rest von der Welt. Und selbstverständlich IPv6, Prefix Allegation /48 für alle Residential-Kunden und eine Public-Adresse. Es ist auch möglich, noch Ranges zu haben für Zusatz als Option. Genau, denn vor 7 Jahren haben wir das Ganze aufgebaut mit Ciscos 4.500. Das sieht etwas so aus. Sieht auch ein bisschen messy aus. Das war auch ein sehr alten Pop vom Anfang. Und da seht ihr eigentlich alle Fiber, wo von der Swisscom kommen. Und diese werden so mit sogenannten Breakout Cable geliefert. Also diese Kabel, die man hier sieht, gehen dann eigentlich, haben jedes Mal 24 Fasern, was eigentlich relativ gut passt mit 48 Port Line Cards, kann man immer so zwei Kabel aufteilen. Gut, dann haben wir das gemacht und das war der Hype und alle Leute haben gesagt, ja, wofür Gigabit, das ist eh viel zu viel, das braucht doch niemand. In der Zwischenzeit ist Gigabit absolut normal geworden. Aber klar, der Markt entwickelt sich. Und die anderen sind nicht stehen bleiben. Und somit in den ersten 4 Jahren haben dann verschiedene andere ISPs angefangen mit GPON, ein paar wenige auch mit Punkt-zu-Punkt Gigabit. Und dann im 2018 hat dann Salt angefangen. Also in der Schweiz haben wir diese drei große Provider, das ist klar Swisscom, Sunrise und Salt, die machen alle Mobile. Das sind auch die drei, die auch die physikalischen Mobile-Netze haben. Und in 2018 hat Salt angefangen mit XGS-PON.
Und 2020 hat letztes Jahr hat Swisscom und Sunrise auch mit XGS-PON gestartet. Also irgendwie machen alle XGS-PON. Was für eine Kreativität. Und falls ihr nicht wisst, was PON ist, dann habe ich trotzdem ein paar Slides vorgestellt. Die PON-Technologie ist ein Shared-Medium. Also grundsätzlich hat man links ein OLT, Optical Line Terminator. Das ist so wie ein Router. Und der hat dann so eine optische Interface und dann hat man einen passiven Splitter. Und von dort geht man eigentlich zu mehreren Kunden. Diesen passiven Splitter kann entweder im POP sein, in der Straße oder vielleicht in einem Hochhaus, wo man das dann aufteilt auf mehrere Wohnungen. Die typischen Technologien von PON sind GPON, XGPON, XGS-PON, 25G-PON, 50G-PON. 50G-PON ist schon standardisiert, aber ich glaube, ist noch nicht im Einsatz. Das Split-Ratio, also ihr habt gesehen, da ist ein passiven Splitter. Eher selten wird das in 2, 4, 8, 16 gesplitten, meistens 32, 64. Es ist auch möglich, bis 128 zu splitten. Das ist manchmal eine technische Herausforderung, weil das Signal wird ja jedes Mal halbiert, wenn man die Anzahl Kunden verdoppelt. Was das so bandbreitemäßig bedeutet, GPON ist 2,5 Gigabit down, 1,25 up. Dort hat man meistens CPs, die 1 Gigabit können. XGPON ist der nächste Schritt, war noch asymmetrisch, 10 Giga down und 2,5 up. Und XGS ist 10 Giga symmetrisch, dann gibt es 25G, ist auch 25 und 50G ist auch 50G symmetrisch. Somit diese Provider bieten in der Schweiz die XGS-PON und das heißt 10 Gigabit symmetrisch, aber geteilt mit 32 Kunden. Also so unbenannte Provider machen das so typisch. Weil wir ja Zugriff zu diesen Swisscom-Zentralen haben, können wir ja auch die Hardware von den anderen sehen und wir sehen auch, wie sie das bauen. Also die haben typischerweise 32 mal Splitter, die OLT haben Linecards mit 16 Port, sie haben OLTs bis zu 12 Linecards, die Uplinks sind meistens 10 Gig redundant und sie haben 1 bis 4 OLTs pro Location, pro POP. Und meistens ist der ganze POP eigentlich mit 2x10 Gig als Uplink. Also mehr so redundant 10 Gig in einem Ring. Also das heißt ja nicht unbedingt, dass man 2x10 Gig effektiv verwenden kann. Das heißt, die erreichen ein Oversubscribing Ratio bis zu 25.000 Mal. Gut. Dann hat sich halt diesen Markt entwickelt und wir mussten ja irgendwann reagieren. Und wir haben dann entschieden, letztes Jahr, dass es Zeit ist für uns jetzt richtiges 10 Gig zu machen. Point-to-Point 10 Gig und keine absurde Oversubscribing. Und dann brauchten wir halt eine neue Access-Plattform. Unsere alte Cisco konnten ja kein 10 Gig und die Plattform war uralt. Und es war wirklich Zeit für eine neue Plattform. Deswegen haben wir entschieden, mit verschiedenen Vendors das anzuschauen, was sie anbieten können. Die Anforderung war, wir wollten nicht mehr so ein großes Chassis, vor allem für ganz kleine POPs. Wir sind immerhin in 125 Swisscom-Zentralen. Also haben wir auch ganz viele kleine POPs, wo vielleicht nur 48 Ports brauchen und so. Und so ein großes Chassis war nicht mehr so im Scope. Also wir wollten eine Plattform 1HE, wo wir einfach per 1HE skalieren können. Wir wollten 10 Gig Ports, 40 oder 100 Gig Uplinks, Chassis mit 24 oder 48 oder irgendein Multiple von 24, dass wir diese Breakout-Cable wirklich 1:1 einstecken können. Wir wollten auch eine Plattform, die MPLS-fähig ist für Business-Dienste wie Layer 2 und Layer 3 VPN. Und wir wollten vor allem nicht irgendwie eine Box als Router und dann Switches oder sowas, aber wirklich nur ein Modell von Hardware. Genau. Ups. Ich glaube, meine Presse ist rausgeflogen. Wie habe ich das gemacht? Sorry. Da.
Genau, sorry. Genau, und dann haben wir das eingeholt, wir haben diese Plattformen angeschaut und plötzlich ist uns was aufgefallen. 3 von 4 Vendors haben nun Switches offeriert, wo eigentlich SFP, nicht SFP Plus, sondern SFP 28 Modul hatten. Also 25 Gig. Und dann haben wir so etwa 10 Sekunden überlegt. Und ja, lass uns doch 25 Gig machen. Warum nicht? Dann haben wir uns entschieden für die Cisco-Plattform. Das sind die Cisco 9500. Da brauchen wir diese 48Y4C, die haben 4x100 Gig Uplink und 48 Port SFP 28. Selbstverständlich, das ist rückwärtskompatibel, da kann man auch 10 und 1 Gig machen damit. Und für größere Pops haben wir uns auch entschieden für dieses Device, wo wir eigentlich alle anderen Switchen drauf aggregaten können. Und wir haben immer noch nichts gesagt. Das war wirklich intern und geheim. Wir haben uns jetzt für diesen Vendor entschieden. Also haben wir eigentlich angefangen, weil es war für uns wichtig. Wir hatten dieses Datum und das war 7 Jahre Fiber7 und wir wollten wirklich das Announcement genau dann machen. Aber wir wollten eigentlich schon mindestens einen Teil vom Netz, auch wenn es ein kleiner Teil ist, wollten wir eigentlich schon bereit sein, 10 und 25 Gig aufzuschalten. Deswegen haben wir dann ein Silent Rollout gestartet. Wir haben den Kunden einfach Wartungsarbeit angekündigt und ohne weiteres zu sagen. Dann haben wir viele Hardware bekommen, viel Lab gemacht. Dann habe ich mich meinen Finger gebrochen und trotzdem weiter Lab gemacht. Dann hatten wir viel, viel Abfall zum Entsorgen. Dann ging es meinem Finger ein bisschen besser. Und dann haben wir mehrere Pops ausgerollt. Das ist ein echter Screenshot, also Foto von einer echten Nachtarbeit. Und da waren, was sind das, glaube 20 Devices, wo ich gleichzeitig am Deployen bin. Genau. In den Pops sieht das jetzt so aus. Also wir haben wieder jedes Mal diese Switches. Wir haben uns entschieden, ein bisschen Platz dazwischen zu machen. Das hilft für die Verkabelung etwas besser zu machen. Alle gelbe sind die Kundenfasern. Das ist auch schwierig, das machen, weil wir mussten für die Migration jedes Mal quasi die neue einbauen, oben im Rack und dann jede Fiber mit Modul umstecken auf die neuen Switches. Und das Problem ist auch, gewisse von diesen Switches sind schon seit 7 Jahren da. Also die sind auch ein bisschen staubig und da müssen wir wirklich aufpassen, dass wir nicht die Connector dreckig gemacht haben. Und es ist auch passiert, dass einfach gewisse Optik rein durchs Ausstecken wieder einstecken sind einfach kaputt gegangen. Genau. Und dann kam die Zeit, wir hatten dann die 4 Hauptpops eigentlich migriert. Und dann kam die Zeit für die Ankündigung. Und Freddy, unser CEO, hat dann einfach so am Freitag ein Rätsel rausgelassen. Ich lasse das jetzt ein paar Sekunden zum Lesen. Aber vor 7 Jahren hatten wir Gigabit und ihr kennt sicher die Moore's Law, Verdopplung jede 18 Monate. Und das war wirklich ein schöner Zufall, weil effektiv 7 Jahre, 18 Monate Moore's Law macht 25 Gig. Also war es eigentlich perfekt. Und dann haben wir das dann am Dienstag veröffentlicht. Ich glaube, das war den 25. Mai, wo wir das dann veröffentlicht haben, dass wir das machen. Und dann haben wir gerade mit einer Werbekampagne gestartet. Das muss ich schnell übersetzen für Deutschsprachige, weil das ist Schweizerdeutsch. Darf es ein bisschen mehr sein? Und da steht neue Internet bis 25 Gig. Und das Lustige ist, irgendwie hat Salt in der Zwischenzeit immer noch das schnellste Internet der Welt. Und sie haben die Plakate überall in der Schweiz.
Und sie machen die Kampagne weiter, obwohl es eigentlich gar nicht mehr stimmt. Und dann, lustigerweise, hat Nokia auch announced, dass sie auch das schnellste Internet der Welt haben. Und die haben eine Zusammenarbeit mit Proximus in Belgien gemacht und die deployen halt 25 Gig PON. Also nicht wirklich 25 Gig. Ich habe weitergesucht. Wir haben nie behauptet, dass wir das schnellste Internet der Welt haben, aber ich habe wirklich keins gefunden. Nicht zu diesem Preis, nicht für Residential-Kunden. Fazit, eine ganz alte GIF, die ich habe. Wir haben das Bandbreite-Problem gelöst. Schon wieder. Ich weiß, das war schon so bei 100 Mega, das war schon so bei 2 Mega, bei 10, bei 100, bei Gigabit. Das wird jedes Mal wieder das Bandbreite Problem werden wir jedes Mal wieder lösen. Aber da kamen neue Probleme, weil auch wie jedes Mal den Schritt jetzt von 1 zu 10 und zu 25, weil die Kunden können wählen, nur dass ihr wisst, sie zahlen immer denselben Preis, aber die können, Kunden können entscheiden, ob sie jetzt 1, 10 oder 25 wollen. Der Servicepreis ist derselbe. Weil auch für die Kunden gibt es Challenges. Und das erste Challenge, wo wir haben, ist den Speedtest-Server. Und wir sind jetzt noch am Testen, aber wir haben jetzt einen Speedtest-Server gemacht mit einer QSFP28 PCI-Karte mit 100 Gig direkt in Korbachbon. Wir werden dort den regulären IPERF-Server haben und wahrscheinlich auch den Okla Speedtest-Server. Ich weiß gar nicht, ob jemand das schon gemacht hat. Aber sofern, ich habe verschiedene Okla Speedtest-Server getestet und ich habe nie mehr als 10 Gig erreicht. Die größte Herausforderung ist wirklich ein zahlbares 25 Gig CP. Im Moment verkaufen wir diese MikroTik, die zweimal SFP 28 haben und ich glaube 12-mal SFP Plus. Aber wir sind wirklich nicht zufrieden mit der Performance und wir haben alles probiert. Deswegen wollen wir ein Hackathon organisieren, wo die Kunden und andere Leute eigentlich Lösungen bringen sollen und dann wird es Preise geben für die Top 3 beste Lösungen. Wir werden diese auch dann entsprechend verkaufen an den Kunden, für die, wo es wollen oder empfehlen, oder die Kunden können selber bauen, wie sie wollen. Drittes Problem, wo wir aktuell haben, es gibt weltweit für elektronische Komponenten einen Produktionsengpass und da gibt es nichts, das wir machen können. Das heißt, unser Deployment ist jetzt stark eingeschränkt. Die nächste Lieferung von Cisco wird erst im September kommen. Also werden wir da nichts machen können, leider. Genau. Also das war etwa meine Story über, wie wir eigentlich 25 Gig gemacht haben, obwohl es eigentlich gar nicht geplant war. Und ich weiß nicht, ob es Fragerunde ist. Ja, es gibt Fragerunde. Also es ist Zeit für Fragen. Ja, vielen, vielen Dank als allererstes für die super interessante Präsentation. Ich glaube, wir Deutschen, zumindest ja die größte Teil der Denon-Community, guckt immer etwas neidisch in die Schweiz, wenn es um die Frage der FDDH und Access-Produkte geht, zu Recht. Wir haben ein paar spannende Fragen aus der Community. Eine, die sich durchzieht oder die mehrfach in verschiedenen Varianten gestellt worden ist, ist die Frage der Oversubscription in Verbindung mit so Themen wie Power-Usern. Oder quasi ja, Kunden, die vielleicht auch sagen, okay, sie wollen 50 oder 100 G haben von euch. Vielleicht kannst du da ein bisschen was zu erzählen. Ja, also 50 und 100 G machen wir nicht. Als Businesskunden ja, als Transit, aber das geht dann direkt ins Core und nicht über die Access-Plattform. Wir haben eine Fair-Use-Policy und was wir grundsätzlich sagen, ist ein halbes Petabyte pro Monat. Ist die Fair Use. Und das ist etwa äquivalent von permanent 1,5 Gigabit. Also ich glaube, das wird schwierig zu erreichen, so viel, ja, Bandbreite. Ich muss nur schnell, ich habe vergessen, ich habe eine Live-Demo. Ich weiß, wie gefährlich das ist, aber ich habe trotzdem eine Live-Demo.
Und dann muss ich schnell den Screen wechseln, weil ich wollte, genau, Share Screen, da, gut. Also, kurze Live-Demo. Das ist bei mir zu Hause. Da habe ich ein bisschen Traffic, aber das ist normal. Das ist mein Tor-Exit-Node, also etwa 100 Megabit schon. Und oben haben wir Input-Output. Ich hoffe, alle können das lesen. Und da unten sind eigentlich Packet pro Sekunden. Rechts werde ich jetzt einfach zwei iPerf zuerst mal upload, starten. Nur so kurz. Und wir können sehen, dass wir hier 25 Gigabit erreichen. Genau, und dann können wir es auch mal downstream machen. Und dann haben wir da auch schön, oder nicht, weil Demo-Effekt nicht 25 Giga. Nochmals, bis er will, besser, 20. Gut, wir haben noch Mühe mit dem Speedtest selber, ganz ehrlich gesagt. Das ist das Problem. Und es ist wirklich die Herausforderung, 25 Gig ist eine Herausforderung, überhaupt den Pipe füllen zu können. Also ich weiß nicht, welche Applikation, und schlussendlich ist das auch nicht mein Problem. Ich liefere nur die Bandbreite. Und ihr könnt sehen, ich kann das Sharing da schnell stoppen. Bei mir habe ich das momentan so gelöst, dass ich habe hier meinen Server und ja, also die Fiber ist hier, geht eigentlich direkt auf eine PCI-Karte. Wir empfehlen dort zwei Karten, die zahlbar sind, und das ist die eine, ist eine Mellanox-Karte und die andere ist eine Intel, wo Dual SFP28 sind. Sehr cool. Ja, super beeindruckend. Ich habe noch eine Frage, die ich zumindest gerne loswerden möchte aus der Community. Und die dreht sich um die Frage der Automatisierung. Also wir haben ja vorhin beeindruckende 20 Terminals nebeneinander gesehen. Ihr habt ein Riesennetz, super viele Pops. Wie managt ihr das Ganze? Mit SSH. Also ein relativ statisches Netz, oder? Ja, also ich weiß nicht, wie wir das managen. Wir haben einfach, also von Deployment, von den jetzt die Migrationen, habe ich relativ viele Skripte geschrieben, die quasi die alte Configs umwandeln in die neue Configs, dass wir alle diese Kundenports, Config und so übernehmen und solche Sachen. Wir verwenden Sachen wie, also die Tools, die wir verwenden, sind nicht meistens, sind alle Open-Source-Tools, aber Sachen wie Greylock und CheckMK für das Monitoring und solche Sachen. Wie wir das verwalten, ja, wir haben sehr wenig Automatisierung, das ist so, und das ist auch eine Sache, die ich verbessern will. Wir konfigurieren immer noch jeden Kundenport manuell. Das ist so. Ja, cool. Eine weitere Frage, die ich noch habe, bezieht sich so ein bisschen auf die Herstellerauswahl. Ihr habt jetzt Cisco gewählt. Was habt ihr denn noch getestet, beziehungsweise wer stand noch im Rennen? Genau, wir hatten Juniper im Rennen, wir hatten Cisco im Rennen, wir haben Huawei probiert, aber da ist irgendwas schiefgegangen. Wir haben nie eine Offerte bekommen. Wir hatten auch noch Extreme Network. Klar, ich meine, es waren technische Aspekte bei der Wahl, aber es waren auch finanzielle Aspekte, weil obwohl wir dieses cooles Internet machen, heißt ja nicht, dass wir reich sind, weil wir eben probieren, faire Preise und das zu machen, und deswegen sind unsere Margen halt ein bisschen kleiner als die anderen. Und schlussendlich, Cisco hatte auch einen anderen Vorteil. Wir haben überall Flexoptics-Optiken. Und wenn wir nicht Cisco genommen hätten, hätten wir während der Migration alle Optiken umprogrammieren müssen. Und das hat auch ein großes Gewicht. Das war auch ein großes Gewicht in der Wahl. Sehr cool, das kann ich verstehen. Eine letzte Frage für dich aus der Community, die meistgevotetste. Wie geht ihr mit der Oversubscription im Core um? Im Core, also der Core ist 100 Gig.
Also, zum ehrlich gesagt, wir hatten Ringe mit über 2000 Gigabit Kunden und der Ring selber war 10 Gig und er war noch nie voll. Okay, also Also einfach, dass die. schon bei Gigabit geht es nicht voll. Jetzt auch mit 25, ich meine, es ist schwierig, das zu füllen. Und mit der Zeit wird es dann irgendwann halt mehr sein und dann wird halt der Core nicht mehr 100, aber 200 oder 400 sein und das wird wachsen. Wir müssen auch auf Peering arbeiten, weil wir haben auch noch, weiß nicht wie viel Peering Points, die eigentlich 10 Gig sind. Das ist so. Aber das ist halt alles eine Arbeit. Wir haben letztes Jahr eigentlich den ganzen Core ersetzt, weil wir hatten noch Extreme MLX, wir haben jetzt Extreme SLX. Und das war schon viel Arbeit. Wir sind noch nicht ganz, ganz fertig, aber wir haben jetzt ganz Europa fertig gemacht und wir haben noch einen kleinen Teil in der Schweiz zum fertig machen und USA noch. Und parallel dazu machen wir jetzt einen Access. Also es ist schon viel, viel Arbeit für sehr wenig Mitarbeiter. Sehr gut, Pascal, vielen Dank. Dann wollen wir dich nicht länger von der Arbeit abhalten. Die Kein Roadmap ist Problem. ja gut gefüllt. Wir haben uns sehr gefreut, dass du da warst heute. Vielen Dank. Und Ja, danke ja, vielmals. dann gebe ich jetzt weiter an Momo für den nächsten Talk. Tschüss. Ciao.